Ja! Und damit ein herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Torchlight 2. Torchlight! Senk, Ralfinger LP und Hutch. Hi. Utsch. Hallo. Utsch, ja. Wird das ausgesprochen, du. Hutschi. Ganz klar, wir wollten, oder ich wollte erst noch ein bisschen erkunden, bevor wir in die Höhle gehen, zum Leidtragen meiner Mitspieler, die mal, geh mir in die Höhle, ich will in die Höhle. Nee, sorry. Ja, ist doch so. Jetzt gehen wir hier weiter erkunden, vielleicht die mega fetten Dungeons und können sie noch nicht binden. So scheiße. Nein, nein, das, ich will das so, ich will das so. Willst ja so. Mein Wille geschehe, mein Reich komme. Ist wie in Torchlight, so auch in meinem Zimmer. So. Und möge die Tastatur mit uns führen und die Maus mit uns klicken. Ja, ja. Ganz sicher. Oh, was ist das denn? Läuft schon wieder ganz frei. Mana-Öffnung. Ja, da ja, gab's einen Stand. Aber ich hab hier was gefunden, was seltsames. Das heißt, dich nur ergreifen, du hast für. Du hast dich nur ergreifen für 50 Sekunden eine erhöhte Mana-Regeneration. Ja, das ist epic. Oh. Ja, es ist sehr wundersam und so. Na, 10 Sekunden, okay. Wow. So, das war's hier, würde ich sagen. Da unten ist finito bei mir. Ja, ja. Zack ist auch total begeistert, wie ihr hört, aber das ist ganz normal. Die ganze Wut lässt er bei seinen, in Anführungszeichen, Let's Plays. Darf man das eigentlich sagen über deinem Kanal? Nee, ne? Nein! Rage-Videos raus? Nein, das sind auch keine Rage-Modus-Videos. Natürlich. Ich höre dich immer rumschreien, wenn ich auf deinen Kanal klicke. Ja, weil du vielleicht doch erst zwei Videos von mir angeschaut hast. Ja, mehr hält man auch nicht aus. Ey, Facebeast, Facebeast, Facebeast. Arschloch. Oh, jo, hier, Leute, Leute, öffnet sich gleich ein Phasenportal. Und tot. Phasenportal. Weil lang, das Ding steht, ey, ich bin gefroren. Warum bin ich denn eingefroren hier? Was ist denn hier passiert? Weil ich der das Portal versteinert hat. Phase, ich geh mal, geh mir in das Phasenportal, meine Freunde. Ich bin schon drin. Ich lasse die alles alleine ab. Ja, die Phasenportale, ihr kennt sie selbst. Das war keine gute Idee. Ah, die sind nur zeitlich begrenzt. Bei dem hier kann man auch sehr schön leveln. Bei der Challenge. Ja, dann weil diese, challenge mal mit uns hier. Weil diese Blobs, diese großen Blobs, die spawnen die ganze Zeit diese kleinen Blobs. Und für jeden kleinen Blob kriegt man Erfahrung. Wollen kann wir dann es nur sein, dass man diese großen Blobs nicht killen muss, sondern da hinten auf so Platten setzen muss? Nein, du musst killen. Krass, hier nimm mal viel aus. Mach dir mal hier. Ich bin beschäftigt. Ja, das kommt davon, Nikodem. So nach bist du jetzt überhaupt noch da, Nikodem, oder? Ja, ich port mich dann einfach zu euch. Okay. Ich hoffe, das geht noch, weil das Portal ja immer nur einmal offen ist, wie ich das verstanden habe. Nee, geht nicht. Ja, geht nicht. Schon, aber ich kann mich ja zu... Fuck. Nee, ne? Kannst du nicht. Das ist ja der Witz an diesem Portal. Kommst du einmal rein? Warum bin ich langsam hier? Ja, weil die überall hier diese Netze wie bei Minecraft gespinnt haben. Die Sabber haben die da hingemacht, die Penner, ey. Ich ja, hole meinen hier kleinen Helfer raus. Oh, jetzt hofft der Nico dem, dass wir alle sterben. Aber nicht mit mir! Denn ich bin Seng! Ich bin Hasef! Boah, gib mir die Dinger auf den Sack, ey. Die hauen echt extrem rein, oder? Tu was, Ralf! Tu was! Beweg dich! Gebt eurem Hund meinen Fisch. Auf jeden Fall wärt ihr jetzt schon tot. Boah, ich bin tot. Super. Ernsthaft? Jep. Hutch, es liegt jetzt an uns. Yeah. Ich bin noch da. Yay! Wie hab ich das denn geschafft? Achso, wiederbeleben am Anfang des Levels habe ich gemacht. Ha, ich schlauer Fuchs. Ja, nicht so wie Nico, dem der gesagt hat, in die Stadt, weil ich nicht 50 Euro ausgeben will. Alter, wie viel halten die denn aus? Ja, ich gebe auch das gerne nicht 50 Euro aus. Das sind Elite, die halten viel aus. Die halten wirklich viel aus, ja, die Scheißdinger. Ja, dann hätten wir hier eine halbe Stunde. Sag hier, ey. Schaffen wir in 5 Parts nicht. Ja, warte mal, vielleicht können wir ein bisschen debuffen hier. Hui! Ich benutze jetzt nur noch meine Mana-Waffe hier. Und die ganze Zeit Tränke. Nein! Oh, jetzt bin ich wieder tot, das gibt's doch nicht. Oh Mann! Ich achte auf mein Leben. Ja, aber ich bin Nahkämpfer, ich bleib da immer drin stecken, diesen scheiß Blobs.
Dann musst du Tränke spammen. Hab ich ja. Hab ich ja wirklich. Ich Befehl zur Aggressivität geben. Ich hole mal einen kleinen Teddybär wieder raus hier. Ist doch nicht normal mit diesen Viechern. Oh. Du? Ah, also auf einen könnte ich die ganze Zeit draufhauen, wenn ich... Wollen wir uns mal auf einen konzentrieren, so auf all diese Blobs, oder macht das keinen Sinn? Doch, ich glaube schon, oder? Macht schon Sinn. Machen wir mal den da vor der Platte, der jetzt da am Eingang rumhängt. Ah, Noscare ist online. Oh, ich bin fast tot. Haben wir getötet? Oh. Na, eben haben wir ihn getötet. Wow. Ich glaube, die sterben erst sobald. In der Mitte hier, diesen fetten Block. Meinst du den kleinen fetten? Ah, einer ist tot. Ich will zu euch! Das ist so episch hier, Nikodem! Wahnsinn hier, es ist so übergeil, so episch. Schischisch. Ich gehe jetzt angeln auf die Belohnung, wir kriegen alle so richtig fette Items, das ist unglaublich. Das wird so hammerhart, ey. Sobald wir das hier irgendwann Leck mich. Geschafft haben. Ja, ich mal schnell, wo ich überhaupt bin schon wieder, ey. Mein Begleiter ist geflohen. Beide. Mein Begleiter ist zurück. Und gleich fliegt mein Begleiter wieder. Die kleinen sind aber auch ganz schön hier, die Militärkugeln. Ja, die explodieren irgendwie so ganz komisch. Boah, jetzt hab ich mich wieder gestorben. Mann. Zum Glück hab ich mit Gold dabei. Die kleinen, die bremsen dich aus für die großen. Nein, die großen haben eine Slow Aura einfach um sich rum. Boah, hinter der Teerkugel, ey. Also ich glaube, sobald du einmal da drin bist, ist vorbei. Ja, ich bin schon gerade gestorben hier. Das war sehr interessant. Oh. Viermal. Ich wechsle mal kurz die Seite. Wir müssen mal wieder zusammen auf einen drauf, das kann nicht sein, ey. Ich sterbe die ganze Zeit. Wie viel Gold hast du? Wie viel Gold? Jetzt habe ich nicht mehr viel, jetzt habe ich noch 20.000. Kann ich mich noch ungefähr 10-mal wiederbeleben. Hier. Das lässt sich, das ist wie bei Borderlands, das geht prozentual runter. Ja, das finde ich ganz geil. Das brauche ich auch, ich bin schon wieder halb tot hier. Und ein Task-Back. Du tankst, ja, das würdest du musst tanken, ne? Also du musst direkt rangehen quasi. Ja, ja, nur ich bin auch direkt immer gleich dann tot. Also nicht direkt, aber es geht recht schnell. Schnell raus hier. Also dieser Dr. Thea, ne? Wird dem den Doktortitel verliehen? So, ich hab jetzt... Ich sehe nur noch kritische Schaden die ganze Zeit um mich rumfliegen und meine Energie hoch und runter gehen. Ah, ich hab doch hier die Sechserfähigkeit, die haut ganz schön rein. Hä? Moment. Die seht ihr gleich in Action. Falls ich überhaupt jetzt... Also ich fand sie ganz geil eigentlich. Ah, Glaive Throw. Naja! Das ist so ein einziger Teerblob, kann mich so hardcore fertig machen, das kann doch nicht wahr sein, ey. Alle tot. Ja, ne? Die machen kritisch, also die hauen schon irgendwie ganz rein. So ganz rein hauen die. Ich will die ganze Zeit nur, dass mein Begleiter verwundet ist. Das Blöde ist, ich habe keinen Mana-Trank mehr. Doch. Hab ich. Nein, weg hier rein. Ich komme da nicht mehr raus dann. Ich sehe das schon, dass ich sterbe und ich komme da nicht mehr raus. Ja, du hast keinen TP. Oder, na, du bist doch... Was bist du? Du bist doch hier dieser Rasentyp. Dann musst du doch hier... Da so ja, durch. Das mache ich schon die ganze Zeit, nur mein Mana ist so schnell weg und dann, wenn ich da drin kleben bleib, ist es, dann war es das wieder. Ja, dann pass auf, dann. Naja, ja, ich versuch's ja nur, das versuch wie immer hier klar zu kommen. Also wir Action hier. La 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 la.
Vielleicht okay. muss ich sie mal mehr debuffen, vielleicht hilft das irgendwie auch ein klein wenig. Aber der eine ist jetzt fast down hier, wa? Ja. Alle down. Oh. Was? Oh. Oh, wie viel Gold. Da, ja, geile Scheiße. Drei Finger. Jetzt hast du deine Todeskosten wieder rein. Naja, bin ich ganz sicher. Ach ja, Nikodem, was du hier so verpasst. Eine geheimnisvolle Rose habe ich gefunden. Ja, ist ja gut, Mensch. Macht weiter da, ich will weiter zocken und hier nicht warten. Eine geheimnisvolle Unterhose habe ich gefunden. Was? Und Nikodem, sieht dir sowieso keiner, dass du da rumwartest. Ich habe meine Zuschauer voll die Action abbekommen hier. So. Schon gemacht irgendwie, oder? Also, haben wir nur für euch gemacht, liebe Zuschauer. Nur für euch. Ja, aber war ein harter Kampf. Ich bin 6-mal gestorben, ey. Leck mich am Sack, ey. Oh, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Mist. Was? Nein, stimmt doch gar nicht. Schenk mir mal ein Stückchen Brause ein. Auf den Sieg. Was? Du benutzt Gläser? Ja, aber auch nur, weil vom Boden trinken keinen Spaß macht. So, Nikodem, wo bist du denn? Ah, da. Komm, da steht ja wieder eine Spalte rum. War ja klar, ey. Ich mag Spalten. Spaltensteher. So musst du deinen Kanal nennen. Mr. Nikodem, der Spaltensteher. Yay. Oh, das sieht doch mal schön aus hier, die Panzerung, ey. Sag mal. Braucht ihr mal einen Bogen? Schwere Armbrust, 146er Schaden? Das ist nicht so viel wahrscheinlich, ne? Sagt keiner was? Dann wohl nicht, ne? Nö. Was? Ja. Solange der Spaltensteher anwesend ist, ist alles gut. Achso, ich hab noch einen Bogen mit 162er Schaden. Auch keine Klasse. Was? 162? Ja. Doch, gib her. Zwei Sockel, 56 Sekunden auf Angriffstempo. Sieht sehr gut aus. Ja, gib mir den. Warte. Xenki, handeln. Aus 102. Berserker, warte mal, habe ich hier was Nettes für dich? Brauchst du sowas? Der ist aber schön, der 180, nee, sorry. Yeah. Aber das sieht gut aus, der Bogen, oder? Jo, aber nehm den trotzdem, dann hab. Okay. Woo, yeah. Der ist, glaube ich, besser als den. Schwingt die Hüften, schwingt die Hüften. Aha. Woo. Zum Glück sehe ich nicht, was Nikodem da macht, ey. Was? Doch, klar. Ja, guck, ich bin da im Menü, du bist vielleicht da drunter. Ah, ne, da bist du, ich sehe mich jetzt nicht wirklich, alles klar. So, den tauchen wir mal weg hier. Rüstung, Feuerpanzerung. Oh, ein großer, sorgbarer Splitter und eine geile Hose habe ich auch noch. Na, egal, Hose, Unterhose, tralala, soll mir egal sein. Haben wir wieder Leute auf den Sack, oder? Ja, mach du ruhig, du. Auf den Sack hau. Du. So, ich erkunde jetzt nur noch hier ein bisschen gegen. Oh, hier habe ich wieder so ein Angelding gefunden. Yay. Okay. Boah. Da habe ich gerade ausgeangelt alles. Da findet ihr eh nichts mehr. Bei mir stand aber noch 9 da. Das zählt auf jeden Fall. Das ist anfangs zu geil. Können wir jetzt endlich in den Dungeon rein? Nein, hier stehen noch Gegner. Nicht. Na gut, jetzt hätten wir das geile Phasenportal nicht gefunden. Ja, stimmt. Und uns fehlt immer noch ein goldener Schlüssel für die goldene Truhe. Ja, hier sind noch auf dem Gegner, da könnte nur ein Schlüssel rumliegen. Wir sollen denen helfen. Oh. Verstehe, hier sind also Gefangene. Ja, ich glaube, hier ist die Mission von diesem Typen, weil er hat gesagt, geht in den Norden und besorgt mir irgendeine Tüte Chips oder so. Ah, ja. Das ist aber der Süden. Nein, hier ist der Norden. Nach oben ist immer Chips. Norden. Ja eben, aber wir befinden uns doch im Süden von der Quest her. Ach, was heißt denn nicht, wo du dich befindest? Ich bin auf jeden Fall hier. Ja. Alter Schwede, was ist das denn für ein grüner Spalt? Schon wieder ein grüner Spalt. Yeah, Level 27. Yay. Also, ich geh mal hier zu diesem Fragezeichen da unten. Na, mach jetzt mal hier Gegnerplattform. Ach scheiße, hier sind. Wow, ist das so viel? Ich weg hier. Da geh ich nicht allein hin. Da hinten ist schon wieder eine Quest. Wollt ihr euch mal kurz bei mir sammeln hier? Das wäre sehr nett, weil wir müssen auch dann die Aufnahme langsam mal beenden. Sammelt euch, Freunde. Ich habe auch Ruhm bekommen hier unten bei der Quest.
Ach, da unten bist du. Mensch, hier sind überall Gegner. Ja, deswegen kommen wir runter. Weg von den Gegnern hier. So. Wer ist denn der grüne oder blaue Punkt da oben? Wir rennen da schon wieder gegen rum und hört nicht zu. Das ist mein Haustier. Ja, ja. Der Xeng natürlich. Das ist das Sengsche Tier. Also dann, danke fürs Reingucken. Das nächste Mal natürlich wieder im gewohnten Chaos. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. Und der abonniert Mr. Nikodem.